Es ist mal wieder Zeit zu Traegern. Zeit für das Rezept des Monats. Heute zeige ich euch, wie man auf einem Pelletgrill von Traeger einen leckeren Double Chocolate Chip Brownie Pie macht. Für dieses kräftige Dessert braucht ihr Mehl, braune und weiße Schokodrops, braunen und weißen Zucker, Eier, Butter, Mandeln oder Nüsse, Vanille, Schokosoße, Salz und Backpulver und etwas dunkles Bier. Zuerst verrühre ich die Butter mit dem braunen und weißen Zucker. Als nächstes wird die Vanille und die Eier eins nach dem anderen dazugegeben. Wenn das alles ordentlich verrührt ist, wird das Mehl der Masse zugefügt. Diesem wurde vorher das Backpulver und das Salz untergemischt. Zum Schluss kommen noch die Mandeln, die weißen und die braunen Schokodrops zum bestehenden Teig. Die ganze Masse wird in eine gefettete Backform gegeben und gleichmäßig verteilt. Nun ist es Zeit, euren Traeger vorzubereiten. Ich empfehle für dieses Rezept die Original Traeger Apfelpellets. Auf dem Timberline müsst ihr nur die gewünschte Temperatur von 180 Grad Celsius einstellen und warten, bis diese erreicht ist. Wenn der Grill soweit ist, gebt ihr nur die Backform auf den Traeger und backt die Brownies für ca. 35 bis 40 Minuten. Dann ist alles auch schon fertig und kann vom Grill genommen werden. Zum Schluss noch mit der Schokosoße, die mit dem Bier vermischt wurde, übergießen und fertig ist dieses herrliche Dessert. Lasst es euch nun gut schmecken und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Pelletgrill von Traeger. Stop grilling and start Traegering!